Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo, in dem wir nochmals alle wichtigen Informationen zu Berechnungen im allgemeinen Dreieck zusammenfassen werden und auch gemeinsam ein Kochrezept für diese Berechnungen uns erarbeiten. Dabei spielt natürlich auch der Sinussatz und der Kosinussatz eine ganz wichtige Rolle. Zunächst habe ich dir wieder zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam haben. Was sollst du bereits wissen? Ganz wichtig ist wiederum, dass du auch das Aussehen und die Struktur bzw. die Charakteristik eines allgemeinen Dreiecks gut beherrschst. Das heißt, dass du Seiten, Winkel und auch Eckpunkte gut einzeichnen kannst. Ganz wichtig ist es natürlich auch, dass du bereits den Sinussatz und den Kosinussatz gut verinnerlicht hast und auch für Berechnungen im allgemeinen Dreieck auch anwenden kannst. Hier ist es auch ganz speziell wichtig, um jetzt ein Kochrezept zu erarbeiten, dass du auch die verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten für Dreiecke gut beherrschst, in Abhängigkeit natürlich von den jeweilig gegebenen Seiten und Winkeln. Dort gibt es die verschiedenen Sätze, wie zum Beispiel Seiten-Seiten-Seitensatz oder Seiten-Winkel-Seitensatz, Seiten-Seiten-Winkelsatz. Also diese verschiedenen Konstruktionsmöglichkeiten in Abhängigkeit der gegebenen Größen sollst du grundsätzlich hier auch schon gut beherrschen und auch verinnerlicht haben. Welche Ziele haben wir nun in diesem Lernvideo gemeinsam? Grundsätzlich ist es so, dass wir ein Kochrezept uns erarbeiten und dass du anhand von diesem Kochrezept dann Berechnungen im allgemeinen Dreieck, abhängig natürlich vom jeweilig gegebenen Fall, den wir uns auch natürlich schon bei den Konstruktionsmöglichkeiten noch angeschaut haben, dass du diese Berechnungen auch durchführen kannst. Und natürlich auch, dass du den Sinn dahinter verstehst, warum jetzt genau dieses Kochrezept für diesen jeweiligen Fall auch hergenommen werden sollte und warum dieses Kochrezept genau für diesen Fall auch passt, um jetzt alle gesuchten Größen bzw. Winkel und Seiten auch bestimmen zu können. Gut, ich möchte mit dir jetzt gerne nochmals eine kleine Zusammenfassung der wichtigsten Formeln in dieser Lernreihe auch gemeinsam machen. Und zwar, wir sind von dieser Fragestellung ausgegangen, dass wir eben aus gegebenen Seitenlängen und Winkelmaßen unbekannte Seitenlängen und Winkelmaße im allgemeinen Dreieck bestimmen wollen. Und dazu war ja die Frage, wie können wir das? Mit welchen wichtigen Formeln können wir diese Aufgabe bewältigen? Ich habe dir neben auch ein kleines allgemeines Dreieck nochmals auch hingezeichnet mit den Seitenlängen A, B und C und den Winkeln Alpha, Beta und Gamma. Und um diese Aufgabe jetzt gut bewältigen zu können, haben wir bereits einige Formeln gefunden. Die erste wichtige Formel wäre die Winkelbeziehung, die Summe aller Winkel, die im allgemeinen Dreieck bzw. in jedem speziellen Dreieck immer 180 Grad ergibt. Alpha plus Beta plus Gamma ist 180 Grad. Das heißt, wenn wir zwei gegebene Winkel haben, dann können wir den dritten Winkel aus dieser Winkelsummenbeziehung relativ einfach und schnell berechnen. Der zweite wichtige Satz, den wir auch schon kennengelernt haben, ist der Sinussatz, wo die drei Verhältnisse a durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels von a eben, das wäre in dem Sinn Alpha, gleich ist wie die beiden anderen Verhältnisse Seitenlänge durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels. Und der dritte Satz, den wir auch hier schon kennengelernt haben, ist der Kosinussatz, wo eben jetzt die Beziehung zwischen zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel aufgestellt wird. Wenn wir uns die rechte Seite jeweils anschauen, dann sehen wir A und B als Seitenlängen und Gamma als den eingeschlossenen Winkel. Und damit können wir die andere Seite C berechnen. Und das kann man auf drei verschiedene Arten formulieren. In dem Fall, wenn man jetzt A und C nimmt, wäre der eingeschlossene Winkel Beta. Wenn man jetzt B und C gegeben hat, dann wäre der eingeschlossene Winkel Alpha. Dann könnte man die andere Seite A bzw. B auch berechnen. Wir haben aber auch bereits in unserem vorhergehenden Video gesehen, dass der Kosinussatz auch verwendet werden kann, um jetzt einen Winkel zu berechnen, wenn wir drei gegebene Seiten haben.
Denn in einer dieser drei Formeln kommt jeweils drei Seiten vor und ein Winkel. Das heißt, durch die drei Seiten kann der Cosinus vom Winkel berechnet werden und darauf dann auch aufbauend durch den Arcus-Cosinus der jeweilige Winkel. Und dann haben wir noch eine ganz wichtige Formel zu Beginn uns hergeleitet. Das wäre die trigonometrische Flächenformel, mit deren Hilfe wir den Flächeninhalt eines allgemeinen Dreiecks auch berechnen können. In dem Fall zwei Seiten, A und B, aber hier der Sinus vom eingeschlossenen Winkel. Nicht der Cosinus, sondern der Sinus vom eingeschlossenen Winkel. Und das halbieren wir noch, dann bekommen wir den Flächeninhalt heraus. Diese Formeln sind ganz wichtig, um jetzt wichtige Fragestellungen im allgemeinen Dreieck auch beantworten zu können und um aus gegebenen Größen unbekannte Seitenlängen und Winkelmaße bzw. auch den Flächeninhalt dann berechnen zu können. Diese Formeln musst du dir unbedingt merken, wenn du am allgemeinen Dreieck Berechnungen durchführst, denn anhand von diesen Formeln können wir relativ schnell unbekannte Größen berechnen. Gut, ich möchte mit dir jetzt nun auch ein Kochrezept gemeinsam erarbeiten, abhängig von den jeweiligen Fällen im allgemeinen Dreieck. Dazu betrachten wir zunächst einmal den ersten Fall. Diese Fälle hast du auch auf deinem Arbeitsblatt oben. Ich bitte dich nun, dieses Arbeitsblatt nochmals herauszuholen und dir die letzte Aufgabe auf diesem Arbeitsblatt genauer anzuschauen, gemeinsam eben mit mir. Der erste Fall wäre jetzt für ein allgemeines Dreieck, dass eine Seitenlänge und zwei Winkel bekannt sind. Das wäre beispielsweise so ein Fall, wenn ich die Seite C gegeben habe und zwei angrenzende Winkel, unter anderem Alpha und Beta. Das heißt, gegeben ist C, Alpha und Beta. Es können natürlich auch andere Fälle auftreten, wenn zum Beispiel A gegeben ist und Alpha und Beta jetzt als Winkel gegeben sind. Aber das wäre jetzt beispielsweise so ein Einstiegsbeispiel mit einer Seite und zwei Winkeln. Und gesucht ist dann die Seitenlänge AB und der Winkel Gamma, also die drei anderen Größen in diesem allgemeinen Dreieck. Das ist grundsätzlich ein Fall, der relativ einfach und schnell auch behandelt werden kann, denn hier treten im Grunde genommen keine Probleme auf. Wir müssen nur uns jetzt überlegen, wie gehen wir hier am geschicktesten vor. Am geschicktesten gehen wir dahingehend vor, dass wir uns zunächst einmal anschauen, was ist gegeben. Es sind zwei Winkel und eine Seite gegeben. Das heißt, der erste Schritt wäre in diesem allgemeinen Dreieck, dass wir den dritten Winkel mit der Winkelsumme berechnen. Denn 180 Grad ist ja gegeben durch Alpha plus Beta plus Gamma, können wir Gamma relativ schnell hier berechnen. Dann wäre der zweite Schritt, wir haben jetzt drei Winkel und eine Seite gegeben. Wir brauchen noch die übrigen beiden Seiten und die übrigen beiden Seiten lassen sich jeweils durch den Sinussatz berechnen. Denn wir haben alle drei Winkel gegeben, wir haben auch die Seite C gegeben. Das heißt, wir können immer Seite durch den Sinus des gegenüberliegenden Winkels rechnen. Wenn wir zum Beispiel C durch Sinus Gamma hätten, das haben wir, dann rechnen wir A durch Sinus Alpha und dann suchen wir in dieser Gleichung nach dem A. Beziehungsweise dann können wir auch B durch Sinus Beta rechnen und suchen in dem Fall unser B. Und damit ist der Sinussatz hier sehr, sehr wichtig, um jetzt die Seitenlängen B und A zu berechnen. Achtung hier, bitte, bitte verwende den Sinussatz bevorzugt, nicht den Kosinussatz, denn der Sinussatz ist weitaus einfacher handzuhaben als der Kosinussatz, denn hier haben wir beispielsweise keine Quadrate drinnen, was beim Kosinussatz ja wohl vorliegt. Also immer, wenn man sich entscheiden kann zwischen Sinus- und Kosinussatz, dann immer bevorzugt bitte den Sinussatz nehmen, denn der ist einfacher zu handhaben und auch in der Gleichung einfacher zu lösen. In diesem ersten Fall brauchen wir zwei Schritte, die relativ einfach auch zu berechnen sind. Schauen wir uns den zweiten Fall an. Beim zweiten Fall sind zwei Seitenlängen und der Winkel gegenüber der längeren Seite gegeben.
Das wäre beispielsweise hier so ein Fall, wo wir a und b gegeben haben und Alpha, diesen Winkel, der gegenüber der längeren Seite a liegt. Dann suchen wir wiederum die drei anderen Größen, und zwar c, Beta und Gamma, die drei unbekannten Größen, diesem allgemeinen Dreieck noch. Und hier müssen wir uns auch einige Schritte überlegen, wie wir hier zu diesen Größen kommen. Die Winkelsumme zu Beginn können wir nicht verwenden, da wir nur einen Winkel gegeben haben, den Winkel Alpha. Deswegen müssen wir zunächst im ersten Schritt den Spitzenwinkel, das wäre in diesem Fall der Winkel Beta, gegenüber der kürzeren Seite b mit Hilfe des Sinussatzes berechnen. Denn wir haben das Verhältnis a durch Sinus Alpha und können dann durch b durch Sinus Beta diese beiden gleichsetzen und erhalten dann durch eben den a Cosinus den Winkel Alpha, a Beta. Dann können wir in einem zweiten Schritt wiederum den dritten Winkel durch die Winkelsumme berechnen. Wir haben Alpha und Beta gegeben, können Gamma durch die Winkelsumme berechnen. Und können dann im dritten Schritt die dritte Seitenlänge wiederum mit dem Sinussatz berechnen, da wir alle drei Winkel gegeben haben und dadurch können wir die Seitenlänge c wiederum berechnen. Auch hier gilt es wieder, wir können den Kosinussatz oder den Sinussatz im dritten Schritt verwenden, aber am geschicktesten wäre wiederum, den Sinussatz zu verwenden, wenn er hier möglich ist. Und das ist er, weil er relativ einfach handzuhaben ist, beziehungsweise auch C relativ leicht auch durch berechnet werden kann. Wir sehen also, wir haben einen Schritt mehr. Schauen wir uns den dritten Fall an. Der dritte Fall wäre, wenn zwei Seitenlängen und der Winkel gegenüber der kürzeren Seite bekannt sind. Das heißt, wir haben gegeben a, b und den Winkel Alpha. Und wir suchen jetzt wiederum c, Beta und Gamma. Wir können wiederum den Winkelsummensatz als ersten Schritt nicht verwenden, da wir wiederum nur einen Winkel gegeben haben. Deswegen werden wir den zweiten Winkel gegenüber der längeren Seite, das wäre jetzt der Beta-Winkel, der liegt gegenüber von b, mit Hilfe des Sinussatzes berechnen. Und hier können drei verschiedene Fälle eintreten. Ganz wichtig, und daher ist es extrem wichtig, dass du dir auch die Konstruktionsmöglichkeiten in diesem Fall beim Seiten-Seiten-Winkelsatz nochmals verinnerlichst, denn das ist genau hier der Problemfall, wo hier drei verschiedene Möglichkeiten auftreten können. Es kann hier auch sein, unter anderem eine Fehlermeldung. Wenn wir uns den ersten Fall anschauen, oben in der Konstruktion, dass hier eben keine Lösung auftritt, dass eben diese Seite nicht ganz runterkommt bis zur anderen Seite, dann haben wir eine Fehlermeldung. Dann kann es sein im zweiten Fall, dass der Winkel Beta 90 Grad groß ist, dass wir eine Lösung haben. Und es kann auch sein, dass wir zwei verschiedene Lösungen haben. Beta, das wäre eben der spitze Winkel beim dritten Fall. Und dann hätten wir auch eine zweite Lösung. Beta-Strich ist gleich 180 minus Beta. Das wäre genau, wenn wir mit dem Zirkel abschlagen, die linke Lösung wäre die Lösung für Beta-Strich und die rechte Lösung, wo der Pfeil runtergeht, beim dritten Punkt wäre der Winkel Beta, der wäre dann spitz. Das heißt, wir haben hier zwei Winkel und bekommen dadurch auch zwei verschiedene allgemeine Dreiecke heraus und natürlich auch zwei verschiedene Größen und zwei natürlich verschiedene Lösungen. Das müssen wir uns immer überlegen, zuvor, welchen Fall wir hier haben und welche Lösung hier wir bekommen für Beta. Und in einem zweiten Schritt können wir dann wieder, wie beim zweiten Fall, auch den dritten Winkel mit Hilfe der Winkelsumme berechnen und in einem dritten Schritt die dritte Seitenlänge wiederum mit Hilfe des Sinussatzes berechnen. Auch hier kann wieder der Kosinussatz verwendet werden, aber leichter und einfacher wäre der Sinussatz. Wir sehen also hier, dass wir im ersten Schritt eine Fallunterscheidung brauchen. Je nachdem, welchen Fall wir hier gegeben haben für Beta, haben wir keine Lösung, haben wir eine Lösung, haben wir zwei Lösungen. Für zwei Lösungen bekommen wir zwei unterschiedliche allgemeine Dreiecke heraus und demnach auch zwei unterschiedliche Lösungen dann im zweiten und auch im dritten Schritt. Gut, schauen wir uns einen weiteren Fall an.
Der vierte Fall wäre, wenn zwei Seitenlängen und der eingeschlossene Winkel bekannt sind. Das wäre dieser Seitenwinkel-Seitensatz. Da habe ich dir auch wieder ein Dreieck mitgebracht. Das wäre beispielsweise eben der Fall B und C. Und der Winkel Alpha wären hier gegeben. Alpha, der eingeschlossen wird von C und B. Und gesucht ist dann A, Beta und Gamma. Auch hier können wir diesen Winkelsummensatz nicht verwenden. Wir haben nur ein Winkelmaß gegeben mit Alpha. Wir können aber eigentlich den Standardfall hier verwenden. Wenn wir zwei Seiten den eingeschlossenen Winkel gegeben haben, dann können wir im ersten Schritt die dritte Seitenlänge mit dem Kosinussatz berechnen, denn der wird ja genau für das verwendet, dass zwei Seiten und eingeschlossener Winkel da sind und dadurch die dritte Seite A in diesem Fall durch diesen Satz bestimmt werden kann. In einem zweiten Schritt kann der spitze Winkel mit Hilfe des Sinussatzes berechnet werden. Und dieser spitze Winkel, der liegt jetzt gegenüber der kürzeren Seite. Im Grunde genommen können wir hier entweder Beta oder Gamma auch berechnen mit Hilfe des Sinussatzes. Und dann im dritten Schritt kann der dritte Winkel mit der Winkelsumme wiederum bestimmt werden. Also hier ist dieser erste Fall, wo wir wirklich dezidiert mit dem Kosinussatz arbeiten, weil der ja das der Standardfall ist, zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel. Und der andere Winkel kann dann mit Hilfe des Sinussatzes verwendet bzw. bestimmt werden. Auch hier kann der Kosinussatz verwendet werden, aber wiederum einfacher zu handhaben ist der Sinussatz. Also verwende hier im zweiten Schritt für den zweiten Winkel den Sinussatz, um jetzt entweder Beta oder Gamma berechnen zu können. Gut, in unserem letzten Fall haben wir eben die Möglichkeit, dass drei Seitenlängen bekannt sind. Das wäre in diesem Fall drei Seiten A, B und C sind gegeben und gesucht sind alle drei Winkel Alpha, Beta und Gamma. Und in diesem Fall, den hatten wir auch schon in unserem vorhergehenden Lernvideo, in diesem Fall verwenden wir den Kosinussatz. Er muss hier verwendet werden, denn mit Hilfe des Sinussatzes kann hier kein Winkel bestimmt werden. Mit Hilfe des Kosinussatzes können wir drei Seiten einsetzen und können dann den Kosinus von einem beliebigen Winkel, egal jetzt, nehmen wir beispielsweise Alpha her, kann dieser Kosinus von Alpha bestimmt werden und über den Arcus-Kosinus kann dann Alpha berechnet werden. Genau, das heißt, der Kosinussatz muss hier in einem ersten Schritt verwendet werden und in einem zweiten Schritt kann der zweite Winkel jetzt wiederum mit dem Sinus oder dem Kosinussatz berechnet werden. Es ist wiederum egal hier, ob ich den Sinus- oder Kosinussatz verwende, aber aus Gründen der Einfachheit kannst du hier wiederum den Sinussatz relativ einfach verwenden, um jetzt den zweiten Winkel beispielsweise Beta oder Gamma berechnen zu können. Und den dritten Winkel, ich kann zu einem dritten Schritt wiederum mit der Winkelsumme hier bestimmen. Das heißt, wenn du drei Winkel gesucht hast, dann ersten Winkel mit dem Kosinussatz berechnen, zweiten Winkel kannst du mit dem Sinus- oder Kosinussatz berechnen, leichter wäre der Sinussatz hier wieder anzuwenden und den dritten Winkel mit der Winkelsumme. Ganz wichtig für all diese Fälle ist, wenn du nur mehr einen Winkel gesucht hast, wenn du zwei Winkel bereits gegeben hast, dann bitte niemals den Sinus- oder Kosinussatz verwenden. Du kannst es natürlich machen, aber es ist viel einfacher, den dritten Winkel durch die Winkelsumme im allgemeinen Dreieck zu berechnen. Das heißt, Alpha plus Beta plus Gamma ist 180 Grad. Daraus lässt sich der dritte Winkel relativ einfach berechnen. Ein letzter Fall wäre beispielsweise, dass drei Winkel gegeben sind, Alpha, Beta und Gamma. Dieser Fall ist nicht eindeutig lösbar. Deswegen wird dieser Fall hier auch nicht benannt bzw. auch besprochen. Denn durch diese drei Winkel, Alpha plus Beta plus Gamma, kann jetzt weder durch den Sinus noch den Kosinussatz eine Seitenlänge bestimmt werden und damit ist es grundsätzlich ein Fall, auf den hier nicht näher eingegangen wird, weil hier keine Lösung oder keine eindeutige Lösung hier zulässt. Wir haben jetzt nun in dieser Lernreihe, in diesem Videozyklus uns allgemein verschiedene Instrumentarien, verschiedene Hilfssätze angeschaut, mit denen du eigentlich Berechnungen im allgemeinen Dreieck durchführen kannst.
Das wäre zum einen die Winkelsumme, zum anderen der Sinussatz, der Kosinussatz, mit denen du unter anderem Winkel und Seitenlängen im allgemeinen Dreieck bestimmen kannst. Und auch den Flächeninhalt kannst du gut bestimmen über die trigonometrische Flächenformel. Abhängig natürlich von den jeweiligen Fällen, die du gegeben hast, in einem allgemeinen Dreieck, ob es jetzt Seiten-Seiten-Seitensatz, Seitenwinkel-Seitensatz ist, musst du grundsätzlich immer anders vorgehen, um jetzt die unbekannten Größen im allgemeinen Dreieck bestimmen zu können. Aber dafür haben wir uns ja in diesem Video ein Kochrezept überlegt, wo wir grundsätzlich verschiedene Seiten und verschiedene Winkel auch relativ einfach bestimmen können. Ich habe mich gefreut, dich in diesem Lernvideo oder in diesem Videozyklus auch begleiten zu dürfen. Und ich wünsche dir auch weiterhin viel Freude und Spaß an der Mathematik und würde mich wirklich freuen, wenn wir uns in einem anderen Lernzyklus auch wiedersehen. Bis bald!